Paters. Yacht. Und hab die Anmeldung für die Kurse vergessen. Das hier ist noch das Einzige, was für den Bereich öffentliches Recht anerkannt wird. Dieses NCIS-Praktikum war die einzige Lösung. Es ist das Einzige, das nicht freitags stattfindet. Es kann aber auch ebenso gut ein Terroranschlag gewesen sein oder ein Ablenkungsmanöver, um etwas Wertvolles zu stehlen. War das Gebäude immer eine Schule? Oh, nein, früher war hier die Waffenkammer. Aber alles von Wert ist schon lange weg. Nichts ist gestohlen worden. Alle hier sind vollzählig, das heißt 9 Lehrer und 105 Schüler. Oh nein, Augenblick mal, das stimmt nicht. Nein, es sind 106 Schüler hier im Haus. Hey Boss, ich habe die Bestätigung. Das verschwundene Mädchen heißt Rebecca Mason. 13, wohnt mit den Eltern auf dem Stützpunkt. Wissen Sie es schon? Noch nicht. Sie sind beide im Einsatz auf Schiffen im Golf. Wir versuchen, sie zu erreichen. Bei wem wohnt sie? Beim Großvater. Bringt ihn her. Schon unterwegs zu uns. McGee sieht sich auf dem Stützpunkt um. Sie war koordiniert in Rebeccas Haus. Alles mit dem FBI. Ja? Yay, alles wieder gut? Ja, alles wieder gut. Also, ich weiß nicht, ob das als Streit zählt, aber wie wär's mit Versöhnungssex? Das würde mich freuen, aber was steckt da bloß hinter deinem Ohr? Oh, sieh nur, ein Kondom. Willst du was Neues zum Essen ausprobieren? Vielleicht Indisch? Tex-Mex? Hast du dich mal gefragt, wie die Menschen wären, wenn sie sich aus Reptilien statt aus Säugetieren entwickelt hätten?